So, und da sind wir also wieder hier bei Minecraft. Wir machen weiter. Ich habe in der letzten Folge darüber geredet, dass ich mit Pascal Bahnstrecken gebaut habe. Ich habe es mir gemerkt. Yay! Ja, und das war ziemlich cool, muss ich sagen. Das war damals wirklich ziemlich cool. Und wie gesagt, leider wurde dann der Patch irgendwann gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das geändert wurde. Müsste ich mal Minecraft-Wiki nachlesen. Minecraft-Wiki übrigens, super Seite. Kann ich nur empfehlen. Jedenfalls Minecraft-Wiki steht das mit Sicherheit. In irgendeinem Patch wurde dann... Und ich habe den Patch sogar miterlebt. Also ist doch krass, wie lang ich jetzt bei Minecraft dabei bin, dass ich diese ganzen Sachen, diese historischen Ereignisse tatsächlich noch am eigenen Leib miterlebt habe. Aber es gab dann irgendwann einen Patch, und an den erinnere ich mich wie gesagt auch, wo dann... Alter, wieso kann ich denn... Wieso bin ich denn so blöd? Egal. Es gab dann irgendwann den Patch, wo dann eben die Bahnlinien geändert wurden, sodass man... Was war das? Interessant. Sodass man eben nicht mehr diese extrem hohen Geschwindigkeiten erreichen konnte, sondern halt nur noch diese Maximalgeschwindigkeit, die ja auch bis heute gilt in Minecraft. Danke. Ja, das ist ja jetzt schlecht mit unserer Bahnlinie, ne? Besser geklappt als gedacht, ey. Au. So, hat er irgendwas Schönes droppen lassen? Nö, ne? Warum auch? Was war das? Vielleicht Piglin oder so? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ich verstehe, warum sie es damals gemacht haben. Ich glaube, der Grund war, dass die Bahn, also dass die Minecarts halt teilweise aus der Bahn geschossen sind, weil die einfach so schnell waren. Ich muss das Schild mal irgendwo anders hinpacken. Hier. Fahrt zum Ende. Sieht aus wie ein YouTube-Titel. Na, also weil, wie gesagt, die Minecarts waren dann irgendwann so schnell, dass die halt aus den Bahnen gegangen sind und dementsprechend nicht mehr gut verwendbar waren. Also teilweise, wenn du irgendwelche Kurven gefahren bist und warst halt so derbe schnell, dann bist du halt einfach aus der Kurve geflogen. Aber ich fand das damals gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil ich mir dachte, ja gut, da musst du halt die Bahnlinie so bauen, dass es nicht passiert. Und wenn es passiert, ist jetzt auch nicht so tragisch. In der Regel. Ich meine, klar, wenn du jetzt hier so eine Bahnlinie baust, in der Nähe von Lava und so, und dann fliegst du aus der Bahn, ist natürlich schon doof. Aber wie gesagt, du musst halt die Bahnlinien so bauen, dass sie nicht so schnell sind, dass das passieren kann. Und dann passiert auch nichts. Also da liegt es ja am Gestalter der Bahnlinie, dem vorzuwirken. Fand ich zumindest. Ich weiß gar nicht mehr. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, in welchen Minecraft-Versionen das ging. Aber eigentlich müsste man mal so eine alte Version auspacken. Ich weiß nicht, ob das in der Beta noch ging. Soll ich das jetzt wirklich mal googeln? Aber eigentlich ist das ja gar nicht wichtig jetzt für die Aufnahme oder so. Das würde mich vielleicht mal interessieren, ne? Tja, also interessieren würde es mich ja schon. Ich hoffe, ihr hört gerade nicht diesen armen Menschen draußen husten. Da hustet jemand sehr, sehr laut. Und sehr, sehr ungesund, möchte ich hinzufügen. Ich liebe dieses Geräusch. Ich mache das mittlerweile teilweise auch auf der Arbeit einfach. Meine Arbeitskollegen bekecken sich dann immer, weil sie es halt auch kennen. Und dann machen die auch... Und dann hocken einfach komische, degenerierte Menschen in dem Büro zusammen und machen alle... Das ist sehr lustig. Meine Kollegen sind lustig. So. War gerade irgendein Geräusch. Ach, da waren die Schleims, die Magma-Schleims. Wir können eigentlich mal wieder Tränke der... Feuerresistenz brauen, ne? Die sind ja schon immer ganz praktisch. So. Packen wir hier mal eine Redstone-Fackel hin. Und ich hoffe, die reicht. Was habe ich denn da gemacht?
Ah, ich weiß, was ich da gemacht habe. Quatsch. Machen wir es mal lieber so. Der kleine Piglin da hat Angst vor den Zombies. Sehr lustig. Das ist auch so eine kleine lustige, so ein kleines lustiges Gimmick in diesem Spiel. Was echt cool ist. Folge den Cobblestones zum Ende. Na, das machen wir doch. Das machen wir doch direkt. Ich fürchte, das ist ein ziemlich kreuz und querer Weg, oder? Ich glaube schon. Boah, ey. Aua. Komm, hüpf. Und klopp. 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 Boah, der ist ganz schön resistent, hör mal. Wie hoch die hüpfen können, gerade die großen. Das ist schon heftig. So. Räumen wir hier mal auf. Kriegen ein paar Magma-Creme-Kügelchen hier. Aus denen wir dann eben gute Tränke brauen können. Wunderbar. Drei Stück. Amen. Ups. Nice. Und diesmal da auch was fallen lassen. Ich hoffe, da ist keine Lava. Ah, sieht gut aus. Eine Gasträne. Wunderbar. Damit kann man ja auch praktische Dinge craften. Au. Au. Oh, das Gute ist, wenn ich getroffen werde, man hat es gerade gehört. Kriegt der Gas auch Schaden, weil ich ja Dornen habe. Mensch. Ich spam einfach. Und treffe nichts. Schön. Einfach schön. Gut. Dann nehmen wir hier einfach mal den Quarz mit, beziehungsweise die Level für das Quarzzeug. Das interessiert mich am allermeisten. Dann können wir nämlich hier so ein bisschen die Schaufel reparieren. Ich glaube, unser Bogen hat ja keine Reparatur, weil der Unendlichkeit drauf hat. Schade, dass nicht beides geht, aber es wäre ein bisschen OP, wenn beides gehen würde natürlich. Muss man schon sagen. Wäre schon ein bisschen sehr OP. Oder ein bisschen imbar, wie man früher gesagt hat. Ich weiß nicht, gibt es den Begriff noch? Imbar, das ist total imbar. Ich kenne nur Impar. So, was haben wir hier noch drin? Das sind die Karten, ne? Muss ich mir noch die IDs aufschreiben? Soll ich das vielleicht gerade mal machen? Aber eigentlich ist nicht der Zeitpunkt, um sich jetzt hier irgendwas aufzuschreiben. Nee, ich mach das mal nicht. Vielleicht verbrennen die auch noch in der Lava. Kann ja auch noch passieren. Wollen wir nicht pessimistisch sein oder so, ne? Give Lava a chance. So, da sind jetzt nur die Erfahrungskügelchen runtergefallen. Und die sind nicht alle verbrannt. Das ist gut. So, dann machen wir hier mal weiter. Folge den Cobblestones bis ins Ende. Lautete die kryptische Nachricht, die Vergangenheitsfritte hier hinterlassen hat. So, 1, 2, 3, 4. Zack, zack. Mal wieder diesen Eckentrick hier. So, und dann. Plöps. Holen wir uns gerade mal ein paar neue Schienen. Ja, das ist jetzt echt doof. Moment. Dann machen wir das so. Weil die Schulterkiste möchte ich natürlich schon ganz gerne wieder mitnehmen. So. Okay. Hier ist eh vorbei. Junge. Was soll das? Au.
Au. Hat aber, ja, wieder eine Gasträne. Sehr schön. Da haben wir immerhin ein bisschen Glück zurzeit. Ja. Und. Uff. Und gleich rein hier. So. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen. Erstmal ein bisschen Zeug loswerden. Erstmal ein bisschen Schienen verlegen, bevor wir neue Items aufnehmen können. So. Wir hatten vor, glaube ich, hier eine. Ding ganz zu machen. Wo geht's denn hier überhaupt weiter? Das wollte ich vielleicht mal schauen. Ich glaube fast. Okay. Hier runter, ne? Okay. Alles klar, da müssen wir gar nicht so eine krasse Kurve machen. So, dann können wir auf diesen Pilz zusteuern. So, und da hinten ist ein Piglin. Der wahrscheinlich wütend auf uns wird, weil wir haben nichts Goldenes an. Und wir haben auch kein Gold dabei, um ihn abzulenken. Eieiei. Aber die Zombies lenken ihn ab, das ist auch gut. Hier wieder so und kriegen aber die Fackel jetzt nicht so platziert, dass beide aktiviert werden. Das ist schade. Na gut, kann ja nicht immer alles klappen. So, Fackeln haben wir ja noch ein paar. Das ist auf jeden Fall zielführend. Ach so. Oh. Und das hier ist natürlich Quatsch. Oder hätten wir doch ein paar mehr von den Schienen mitnehmen sollen, glaube ich. Hätten wir machen können. Weil Kurven gehen halt nur mit den Schienen. Das heißt, daran könnte es dann scheitern hier. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich nicht allzu weit. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier am Rand entlang und dann hier durch. Das ist schon ganz schön kreuz und quer, ey. Einmal kreuz und quer durch den Nether. Wäre vielleicht sogar schlauer gewesen, wenn man sich angeguckt hätte, wo die Bahnlinie exakt langführen müsste. Also, dass man genau wüsste, wo ist das Endportal oder das Netherportal, das zum Endportal führt. Und wem muss ich da lang? Haben wir noch Schienen dabei? Wir haben aber noch Schienen dabei. Ach, guck mal. Da bin ich ja gar nicht mal so gut informiert gewesen. Über den Stand meines Inventars. So, das geht nicht. Warum geht das nicht? Hä? Ha, okay. Offenbar geht's nicht. Interessant. Nee, da braucht man zwei. Ach so, weil das ein doppelter Wechsel ist, ne? Ah ja, klar. Okay, okay, okay. Verstehe. Plöps. So. Weil das ein doppelter Richtungswechsel ist, ging es nicht. Klar. Tack. Und dann
So, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Da vorne geht's weiter. Okay. Ja gut. Machen wir so. Wir haben ja genug Schienen, glaube ich. Das sollte gehen. Gucken wir mal. Ja, gut. Klassiker. So. Warte mal, nee, das ist nicht gut. Wir sollten hier lang weiter.